Willkommen zurück bei The Witcher 3 Blood and Wine, im zweiten Addon, und wir plündern hier mal den Goliath, den wir gerade erlegt haben. Und wir haben einen Hinweis bekommen. Faster. Dass am Ufer eine Leiche angespült wurde. Aha, Mutationen und Großmeister-Hexer-Ausrüstung. In Blood and Wine kann sich Geralt weiteren Hexermutationen unterziehen, um neue Möglichkeiten freizuschalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Lies ihn und befasse dich mit der Geschichte von Professor Moreau, um mehr über diese Mutationen zu erfahren. Man erzählt sich, dass in Toussaint ein meisterlicher Handwerker lebt, der Hexerausrüstung von unerhörter Qualität anfertigt. Außerdem bekommst du Spezialboni, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets dieser außergewöhnlichen Ausrüstung trägst. Du wirst die Investitionen in diese neuen Möglichkeiten nicht bereuen. Na gut, dann wird es langsam Zeit, sich zu entscheiden, welche Rüstung wir denn auf Dauer verwenden wollen. Ui, bei deinem V ist ja geil. Oh, ist das schön. Bin so froh über dieses neue Biom. Muss allerdings sagen, ich spiele jetzt seit ein paar Wochen Red Dead Redemption in 4K auf der Xbox One X und der Schritt. Also es war, also Red Dead sieht ja unfassbar gut aus und ich dachte immer, Witcher 3 sieht auch schon unfassbar gut aus und tut es natürlich auch. Aber jetzt der Schritt von Red Dead in 4K zurück hierhin wieder in 1080 ist nicht ganz einfach. The service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. That's it, Roach. Wie sieht denn Plötze aus? Ach so, weil die ist ja voll bepackt. Wegen dem ganzen, weil es ja ein längerer Ausflug ist hier. Ist ja auch nett, war Plötze, sah die nicht mal anders aus. Achso, nee, absteigen ist hier anders. Wir steigen hier ab. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Ah ja. Muss man sich immer ein bisschen umstellen. Gut, untersuchen wir mal das Flussufer. Das ist tatsächlich Plötze. Erstaunlich. Naja, also erstmal looten. Jetzt habe ich dieses Spiel schon 150 Stunden ungefähr gespielt. Hobnailed boots. Multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Honor! Perish, Arnold's boots! Was haben wir hier ertrunken, ne? Got guests. Careful. Ah ne, so ein Platzer. Boah, jetzt ziert dann ein Schwert, du Idiot. Up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Wie es hier aussieht, ey.
Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Junk that came down the river. We must keep searching. Junk, junk, and more junk. Habe ich doch noch was übersehen oder nicht? Na, mal gucken. Jetzt tauche ich hier mal erstmal runter. Chief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Need to comb the bank. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Wo ist der ein entscheidende Hinweis? Den habe ich jetzt schon fünfmal angeschaut. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Hier leuchtet es noch, aber da kann ich irgendwie nichts machen. Geralt steuert sich immer noch wie ein Panzer. More junk. Das ist natürlich im Add-on jetzt nicht besser. Ist bei Red Dead übrigens auch nicht besser, insofern sich da nicht so viel getan. Aber hier ist vielleicht ja noch was. Ja, genau. Look. A boat was launched here. Guardsmen must have loaded the body parts onto it, taken them somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions, no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of her illustrious highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Ja, was ist Milton? Gib mal Gras ein bisschen. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, damit Geralt nicht ganz so doof aussieht, trinke ich einen goldenen Pirol.
Achso, der vergiftet mich ja dann weiter. Nee, ein Dings. Ne, wie heißt das? Das ist es. Der weiße Honig, damit man die. So, jetzt ist es wieder ansehnlich. Anarieta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomeranz's presence, however. He finds such familiarity offensive. Move along! A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. The beast. Killer of the north, they say. What? With no lads brave enough? Of course we have. But bravery is not enough against the beast. Dreams dark powers. That calls for a ui, da gibt's ein schwarzes Brett. Da decke ich mich doch gleich wieder mit Quests ein. Du Arsch! Hiermit erkläre ich, dass Johann Wolfgang aus Weimar Reime stiehlt, den Markt verzehrt und nach Fischpimmel stinkt. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen Trippe, Ringelflechten und Warzen am Hintern. Endlich ist es mal gesagt, Le Papillon. Gesucht, der weiße Wolf. Der Hexer Gerald von Riva, auch als weißer Wolf bekannt, wird als Führer gesucht. Sein potenzieller Auftraggeber garantiert einen ansehnlichen Lohn für diesen ungewöhnlichen Auftrag. Weitere Informationen erhält er im provisorischen Basislager von Graf Beledal in Toussaint. Hinweis, wir ersuchen alle anderen Personen höflich, aber bestimmt sich nicht im Basislager als Gerald von Riva zu präsentieren. Graf Beledal ist nicht von gestern und kann rasch beurteilen, wer ein Hexer ist und wer nur so tut. Die lustigen Zeitgenossen, die ins Lager reisen, um abgerissene Kleidung und Holzschwerter vorzuzeigen, sparen sich besser den Weg. Notiz des herzoglichen Kämmerers. Aufruf an alle fahrenden Ritter und andere Kämpfer. Das Herzogtum braucht euch. Eure Hilfe ist gefordert. Es winkt eine großzügige Belohnung. Näheres erfahrt ihr beim herzoglichen Kämmerer am Ritterruhplatz. Ankündigung der Generalprokuratur des Herzogtums Toussaint. Hiermit kündigt die Generalprokuratur eine beschränkte Auktion hinsichtlich des Verkaufs einer bebauten Liegenschaft mit zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen in der Region des Caroberta-Waldes an, die nach dem Tod des Grafen Crespi in den Besitz der herzoglichen Schatzkammer übergegangen ist, da dieser keinerlei Erben hinterlassen hat. Da das Anwesen Bellegarde etwas Besonderes ist und eine wichtige Rolle in der Weinherstellung spielt, die dem Herzogtum in aller Welt viel Ruhm einbringt, erhalten nur Bürger des Herzogtums Toussaint die Erlaubnis, an der Auktion teilzunehmen. An alle fahrenden Ritter und andere Gerüstete. Verbreitet die Kunde, dass die Dienste von freiwilligen Ordenshütern gesucht werden. Bei der Übertragung der oben genannten Liegenschaft wird mit kleineren Problemen gerechnet, die den Einsatz von direkter körperlicher Gewalt notwendig machen. Alle Freiwilligen werden gebeten, sich beim Büro des Prokurators von Toussaint in der Nähe der Plegmont-Brücke zu melden, wo auch die Auktion stattfinden wird. Das große Gwyn-Turnier von Beauclair. Das große Gwyn-Turnier von Beauclair. Graf Monnier freut sich sehr, ein von ihm organisiertes Gwyn-Turnier ankündigen zu dürfen. Wer an dem Turnier teilnehmen möchte, möge sich in der Fasanerie anmelden. Bitte beachtet, dass an diesem Turnier eine neue Fraktion teilnimmt, die von Graf Monnier selbst entwickelt wurde. Mögen die Spiele beginnen. Auftrag für Hexer, Karawanen-Eskorte. Die Böttcherzunft von Beauclair sucht eine oder mehrere Personen, die willens sind, eine Händlerkarawane durch ein Gebiet zu bereiten, das vom großen weißen Schrecken bedroht wird. Weitere Informationen bei Gaston Le Gaff im Händlerlager im Wald nördlich des Coronata-Weinguts. Mogrim Poulain, Untersekretär für Bedrohungs- und Risikohandhabung Böttcherzunft von Beauclair. Could be good coin to be made. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Palin. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyrin in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction.
You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyron. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw... a head bobbing, eyes bulging. The tongue blew and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright, I bolted to town fast as my legs would take me. Then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corfo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corfo Bianco is Baron Rossell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left? Didn't see her before. Didn't notice her walk in, either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Rossell's vineyard was auctioned off? Inconceivable! It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Rossell now bunks with his brother in Vico Faro. I told Rossell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent? Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher codswallop. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. They say anything else about the beast? Besides it being a messenger of the gods? The Toussaint Trois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. So, wir müssen also noch Corvo Bianco
da gucken wir uns mal die Leiche an. Ich glaube, über die Brücke gehe ich lieber zu Fuß. Ah, ist das hübsch hier. Ne, oder? Bevor ich aber plötzlich herbeipfeife, gucke ich mal ganz kurz ins Glossar, denn wir wollen natürlich wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Milton de Peyrac Peyran war ein Baron aus Toussaint und gehörte zu Anna Henriettas innerem Kreis von Rittern. Der gutmütige Adlige verschmähte kein Bankett und keinen Kampf gegen noch so schwer bewaffnete Banditen. Geralt war Milton schon vor Jahren begegnet, und zwar unter Umständen, die so bizarr waren, dass sie ihre eigene ausführliche Erzählung verdienen. Nun kreuzten sich ihre Wege erneut, denn Milton kam als Gesandter der Herzogin zum Hexer, um ihn nach Toussaint zu bitten. So, das war einer von den beiden, die uns hier akquiriert haben. Palmarine de l'Enfal ist der andere. Nicht alle Ritter Toussaints waren der Inbegriff der Tugend. Müsste ich einen bestimmen, der den Idealen am ehesten entsprach, so fiele meine Wahl auf Palmarine de l'Enfal. Man müsste ihn umso mehr bewundern, als er vor einigen Jahren den fleischlichen Lüsten noch in mannigfacher Weise gehuldigt hatte. Im Laufe der Zeit hatte er die Laster jedoch aufgegeben und sich dem ritterlichen Ideal angenähert. Dies bemerkte Geralt, als Palmarine ihn als Gesandter Anna Henriettas aufsuchte. Der altmodische, etwas naive Ritter machte einen guten Eindruck auf ihn. Auch wenn er Formalitäten und Protokoll eine Spur zu ernst nahm, war er doch kein aufgeblasener Wichtigtuer. So, und das war der, der gerade gegen den Goliath gekämpft hat. Guillaume de l'Enfal war der Inbegriff eines Ritters, sozusagen das reinste Werbeplakat für Toussaint. Als Geralt den jungen Mann zum ersten Mal traf, stürmte dieser gerade gegen eine Windmühle an. Zugegeben, sie verdeckte einen wilden Riesen. Jetzt sehe ich hier gerade Oberraum. Was ist denn das? Achso, das war der, okay. Und Anna Henrietta ist hier die Regentin. Wenn diese Welt je einen Herrscher gekannt hat, dem die absolute Bewunderung seiner Untertanen ohne systematische Unterdrückung oder grausame Henker sicher war, so war es die Regentin von Toussaint, Herzogin Anna Henrietta. Von ihren Lieben wurde sie Anna Rietta genannt. Sie war die Witwe des vielbetrauten Herzogs Raymond und die einzige Geliebte eines so hochberühmten wie begnadeten Künstlers, der es vorzieht, anonym zu bleiben. Vor einigen Jahren, als der Hexer mit einigen Freunden Toussaint besuchte, lernten er und Anna Henrietta einander kennen. Als später das mysteriöse Biest seine Überfälle auf Höflinge begann, wusste die Herzogin, wen sie zu Hilfe rufen konnte. So, und ich rufe mir jetzt mal Plötze zu Hilfe. Wie ging das nochmal? Nee. Da gucke ich jetzt mal kurz in die Anleitung. Wie war denn das hier nochmal? Ach, da muss ich, glaube ich, zweimal auf... Nee. Zweimal auf L3. So war das. Gut, Plötze, bist du bereit? Ihr seid hoffentlich auch bereit. Wir reiten nach Corvo Bianco und untersuchen dort die Leiche, das letzte Opfer des Biests von Toussaint. Und dann kommen wir langsam hier rein ins Add-on. Bis zum nächsten Mal.